Wieder da Oh, und kann weitergehen. Wir gehen jetzt graben. Ach nee, Quatsch. Ich muss erstmal meinen Vorschlaghammer wieder bauen. Aus Eisen. hat man. Eisenvorschlaghammer. Stufe 5, Digga. Stufe 5. Oh, kann ich gar nicht. Was fehlt denn? Ich habe mir Klebeband. mein Bein verstaucht. Hast du verdient. Da Hey! hast du hart für gearbeitet, ja? Ich auf alle Fälle brauche ich jetzt Holz. Gelten da immer noch? 30 von 90, 500 von 30, 137 von 6, 11 von 6. Weil es im Inventar und ja, alter Bug. Es ist halb im Inventar, halb in der Was du Truhe und dann willst geht's nicht. tun? Das dann durch und Der geht dann. immer noch nicht. Danke. Hä? Hast du leise gemacht? Mann. Hä? Guckt mal. Warum geht denn das nicht? Was machst du? Versuchen, einen Vorschlaghammer zu bauen, aber es geht nicht. Alles im Inventar haben oder was? Ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, des Mods, wenn es dann im Inventar sein muss. Mir aber auch Hier wieder. aufgefallen. Was? Ist mir aber auch aufgefallen, dass es nicht so richtig geht. Wo ist denn das Leder jetzt hin? Leder! Ja. Ach, aber so gut funktioniert bis jetzt. Geht immer noch nicht. Alles im Inventar liegen. Weil du 90 Eisen brauchst. Ach, 30 von 90. Ich habe 90 von 30 gelesen. Ich brauche 90 Eisen. Oh, ich habe noch nicht mal eine Schmiede, weißt du? Ich habe all mein Eisen nur so aus Autos rausgeklaut irgendwie. Dann können wir mal alle in den Chat schreiben. Ach, das. Nö. Kaninchen. Die Kaninchen. Dicke Nienchen? Was? Dicke Nienchen? Also, Nina? Nienchen? Dicke Nienchen? Ich habe Kikaninchen gesagt. Tee-Kaninchen? Kika. Kinderkanal. Kennst du nicht? Nee. Nicht? Okay. Kikaninchen? Hm. Sagst du nicht. Sagst Ja. du wirklich nicht. Weil du keine Kinder hast. Nee, ich hasse Kinder sehr. Also, dann solltest du es kennen. Ich hasse Kinder! Ja, kann und darf man Kinder hassen? Schlag mich jetzt nicht, das ist ein Lied. Und wie heißt der? Till Lindemann, oder? Genau, ne? Der Frontsänger von Rammstein, Till Lindemann. Oh, hast du Bock, so richtig gecancelt zu werden? Ich? No? Ja, klar. Wollen wir uns über Behinderte lustig machen? Können wir machen. Hab ich kein Problem mit. Hast du das mitgekriegt mit dem einen Comedian, den die jetzt übelst fertig machen und der sich entschuldigen sollte und alles? Ich finde das so lächerlich. Die Witze wurden geschrieben von einem kleinwüchsigen, wie heißt das hier, wie heißt das, Special Olympics Athlet? Also die Ja. Witze wurden geschrieben. Von einem kleinwüchsigen Special Olympics Athleten. Zusammen mit dem Comedian, ne? Und dann hat der Comedian die in seiner Tour vorgetragen. Und alle haben sich übelst aufgeregt, wo ich mir denke, weißt du, Dave Chappelle und andere amerikanische Comedians haben noch viel, viel schlimmere Sachen erzählt. Da ist kein Schwein interessiert, weil bei denen ist halt Meinungsfreiheit. Da kannst du erzählen, was du willst. Und am Ende des Tages sollten die Leute verstehen, dass es ein Witz ist. Und nicht ernst gemeint, ne? Aber hier in Deutschland verstehen die nicht, wie Witze funktionieren. Die denken, die können Witze zensieren. Die haben Und gezwungen, dass das. der Typ sich entschuldigen muss öffentlich. Dann hat er sich entschuldigt und dann sagen die alle, nö, wir glauben ihm nicht, dass er sich ernsthaft entschuldigt. Und canceln den einfach, weißt du? Wo ich mir denke, spinnt ihr alle? Comedy darf Ja. alles. Das ist Comedy sowieso darf alles alles. egal. Wenn man anfängt, Comedy zu zensieren, dann ist man wieder beim Faschismus angekommen.
Also wenn du einem Comedian nicht erlaubst, sich über Behinderte lustig zu machen, weil es ja ein Witz ist, nicht ernst gemeint ist, ein Witz, ne? Dann bist du ein Fascho. Also jeder der Promis und jeder der Politiker, die jetzt gerade in den Medien sagen, der soll sich mal ordentlich entschuldigen, das sind alles Faschos. Punkt. Aus. Ist so. Und das kommt von mir. Ich bin Kasache. Ne? Also wenn ein Ausländer dir sagt, du bist ein Fascho, dann bist du ein Fascho. Stimmt's? Ich finde das total schrecklich, dass der gezwungen wurde, sich zu entschuldigen. Und dann haben die das nicht mal angenommen, seine Entschuldigung. Weißt du? Ich hätte mich nicht mal entschuldigt. Ich hätte noch nachgesetzt. Ich hätte noch zwei Witze bei Behinderte gebracht. Weißt du? Ich verstehe das Terrain nicht. Es ist ein Witz, weißt du? Es ist ja nicht so, als ob der jetzt auf die Straße geht und behinderten Kindern ins Gesicht tritt. Weißt du? Wäre auch lustig. Wäre auch lustig. Der hat einfach ein paar Witze gemacht über Special Olympics, weißt du? South Park hat das auch gemacht. Hat sich kein Schwein drüber gekümmert, weißt du? Wo der Cartman in der Folge so getan hat, als wäre er behindert, nur damit er bei den Special Olympics teilnehmen kann, ne? Da hat der Cartman noch selber Witze gemacht. Könnt ihr euch vorstellen? Die sammeln diese behinderten Kinder, lassen die gegeneinander antreten, nur für unsere, wie sagt man, Amüsement? Entertainment? Ne? Und Entertaining, ne? Das hat der Cartman gesagt, ne? Hat kein Schwein interessiert, weil man da bei South Park versteht, dass es Humor ist, ne? Aber wenn ein deutscher Comedian sowas bringt, dann sagen sie auf einmal alle, der ist zu weit gegangen. Ich hab grad einen Baum 20 Meter durch die Luft gefeuert. Das war auch ein Joke. Aktiviert hier Klamauk, weißt, und dann spawnt der eine Quadrilliarden Tiere. So dass ich kein Fleisch davon bekomme, weil die bei. Nicht Klamauk, Konfetti. Weil die bei Konfetti ja explodieren. Und diese scheiß Schlangen sind widerlich. Da kriegst du noch nicht mal Fleisch raus, oder? Ja, weil die explodieren. Schweinerei. Ich weiß nicht, warum diese Tannenbäume manchmal so richtig krass durch die Luft fliegen. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ich? Passt. Auch nicht. Ja, nicht anziehen. Macht mich gerade echt ganz schön hier. Hat sich dumm. Das ist nicht lustig, du. Das war nicht lustig. Dabei versuche ich doch bloß den Schatz auszugraben. Ich bin der König der Piraten. Los. Was war das? Du bist tot. Schau, wie oft ich die Biker schlagen muss. Das ist doch Schwachsinn. Frag mal die Biker, was die davon halten.
Eieieiei. Habe ich eigentlich Skillpunkte? Oh ja, wir haben Skillpunkte. Komm, lass mal was leveln. Den baue ich da. Auch Level 10. Bestie! Ich bin eine Bestie, Alter! Und als nächstes kommt Olympiasieger. Special Olympia? Oder normale Olympia? Ey, ganz ehrlich, nee, also das Thema macht mich seit 2 Tagen irgendwie grantig. Ist gestern in Nachrichten gesehen und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, was stimmt mit den Leuten nicht? Sehen die gar nicht, wie faschistisch die sich benehmen? So dreist sich über einen Comedian herzuziehen, herzumachen, nur weil er mal einen Witz gemacht hat. Oh. Also das ist was ganz anderes. Das ist nämlich der richtige Faschismus. Der gute. Der gute Faschismus. Hm? Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Ja, wenn die Medien das machen, dann ist das gut so, ne? Nee, finde ich einfach nur widerlich. Ja, es ist... Wird doch immer mit zweierlei Maß dann gemessen. Wie gesagt, die Witze wurden geschrieben von einem kleinwüchsigen Paralympic-Teilnehmer. Ich finde schon mal nett, dass du BPs Namen hier rauslässt. Nee, da hätte ich Zwerg gesagt. Achso, okay. Midget. Du machst da noch Unterschiede? Na, wenn ich ihn persönlich kenne, klar. Dann mache ich mich extra lustig drüber. Weißt du? Kannst du so schnell putteln? Der hat gerade einen Nahkampfboost gemacht. Ah. Eisen. So ein Henker ist das Ding. Nicht blöd oder was? Sag da jetzt ja nichts dazu. Schön, wenn du die Antwort schon kennst. Keine Spitzhacke dabei. Ich habe noch gar keine Spitzhacke. Kufo, weißt du, was richtig mies ist? Wenn du jetzt den Debuff nicht verfehlen einlöst, dann kann Dös nicht graben. Ja, richtig, weil nicht lebende Blöcke, wenn ich die schlage, dann zählt das wie als nicht verfehlen. Und bei nicht verfehlen, solange der aktiv ist, werde ich immer verletzt, wenn ich keinen Zombie treffe. Quasi, oder kein Tier treffe. Ist auch gut. Was ist denn hier? Wo ist denn der Ist irgendwie falsch gedeutet? Muss ich hier runter? Ah, der hält dann nur eine Minute oder sowas, oder? Ja, das ist nur ein Weilchen. Buffs und Debuffs sind ja immer nur temporär. Muss man in der Blutmondnacht machen, wenn er mit seiner MG dort steht? Debuffs kannst du nicht bringen in der Blutmondnacht. Buffs kannst du machen. Und Zombies kannst du auch nicht spawnen. Ach, da ist das Ding. Schon so ein Armeelaster hier und drin ist nur einmal dreckiges Wasser. Und sich voll, ja? Ja. Ich baue den noch ab. Da ist noch einer der Kojoten von vorhin. Ob der noch mal kämpfen will? Geht das Gemetzel wieder los.
Na kommt schon, traut euch doch. Zeigt, was ihr drauf habt, ihr Luschen. Ich bin bewaffnet. Ah, ich wollte gerade ein bisschen Eisen abbauen, aber der Schraubenschlüssel. Ach, ich kann ihn reparieren. Ja. Das ist ja bloß Eisen, oder? Nee, doch, kommt ein bisschen was. Aber das Auto ist besser. Also im kleinen Auto kriegt man einfach mehr Eisenschrott raus als bei so einem Armeelaster. Also? Ja. Ja, wenn du direkt auf Eisenschrott aus bist, ja. Weil wie besser der Zustand des Autos, desto höher qualitative Sachen kriegst du raus. Und wenn das nur noch so ein Wrack ist, wie das da hinten, das da, dann kriegst du quasi nur noch Eisenschrott raus. Ja, hier kriegst du noch andere Sachen raus. Und bei einem Laster, denke ich mal, kriegst du auch noch andere Sachen raus, oder? Das will ich nicht. Aber wenn du nur Eisenschrott willst, dann solltest du quasi diese richtig abgefuckten Wracks da noch mitzulegen. Mein ganzes Zeug irgendwie upgraden, das ist nervig. Ich finde es auch schade, dass man Waffen nicht upgraden kann, sondern dass man dann einfach nur verkauft, zerlegt und neu baut. Das war bei... Wie hieß das? Ich vergesse immer wieder, wie das mal heißt. Darkness Falls? Bei Darkness Falls war das geil, da konntest du die upgraden. Da hast du eine Grundwaffe in die Werkbank reingelegt, eine andere gleiche, also Steinschaufel und plus Steinschaufel quasi, ne, zusammengelegt. Und dann hat es das erstmal benutzt, um das zu reparieren. Und wenn das voll repariert war, hat es das benutzt, um das abzugraden, um das Level zu erhöhen. Da konntest du auch, glaube ich, bis Level 85 oder irgendwas Verrücktes, konntest du die upgraden. Hier ist ja Level 6 Maximum. Ich habe auch letztens in dem Hochhaus legendäre Teile gefunden. Oh, cool. Könnte jetzt eine legendären Steinvorschlagkammer bauen, aber. Ich glaube, das spart man sich lieber. Ja, Stahl echt, oder sowas. Da würde ich dann auf legendäre Stahl warten. Selbst bei Eisen, denke ich, lohnt sich das noch nicht wirklich. Endlich, ich habe was für Infektion heilen. Honig. Ist das Honig? Honig, genau. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen gesehen. Ja, Honig, so ein Getränk habe ich gefunden. Jetzt könnte ich den legendären Eisenvorschlagkammer bauen. Level 6. Aber wie gesagt, warum? Hast du schon eine Schmiede und sowas? Ich habe eine Schmiede, habe ich nur, das. Das ist das Erste, was du freischaltest. Ich finde keine Bücher für die Arbeitsstation. Wie viele Arbeitsstationen hast du jetzt, Level? 4 von 5. Ich kann immer noch keine Schmiede machen. Ich da jetzt noch. Schon 13 habe ich. Gibt's doch nicht. Dann habe ich ja auch noch im letzten Stream 2 Crackerbooks direkt nebeneinander gefunden und komplett leergeräumt. In den ganzen Dingern war, glaube ich, ein Buch für Arbeitsstationen drin. Ja, wenn ich eins finde, dann benutze ich es einfach. Nee. Ja, genau. Ich dachte schon, du sagst, hebst du für mich auf. Wollte schon nee sagen, aber natürlich sagt er das nicht. Nicht der Kufo. Den kennen wir doch besser. Rad habe ich jetzt richtig viel. Das ist gut. Und ich Beete bauen. Beete bauen? Dann können wir beten. Oh ja, was?
Die Straßen sind wieder komplett ruhig, ne? Hier ist nichts los. Naja, tagsüber halt, ne? Und wir sind ja noch nicht wirklich in der. Also ja, sag schon. Du willst ja bestimmt irgendwann ins Ödland ziehen, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich Ödland, war, ich habe Großstadt. ja, ich hab eigentlich mein Hochhaus hier. Ödland wollte ich ja immer nur, weil dort die großen Städte waren. Mich verarschen hier? Scheiße. Wildschwein. Ach Gott, der hat gelbe Augen. Geh weg. Bin tot. Echt? Ja. Wegen einem Feral? Ja, ich hatte doch die ganze Zeit schon kaum Leben. Das Hochhaus hast du Ja. jetzt komplett geklärt, ja? Naja. Das war furchtbar. Da oben waren nur Ferris. Diese verbrannten Zombies. Ich habe dann einfach irgendwann mein Bett dort hingestellt und war dann so Brute Force-mäßig immer Das wieder ist auch einfach immer wieder aufgetaucht. respawn und einkillen, Ja, respawn, einkillen. ja das hat kaum geklappt. Kannst du Die froh sterben sein, ja, dass die es sterben nicht mehr manchmal. diese Mechanik gibt mit dem Wohlbefinden? Weil jedes Mal, wenn du stirbst, geht dein Wohlbefinden halt runter und dann musst du die richtigen Lebensmittel finden, um es wieder hochzubringen. Ja. Wenn du die nicht findest, dann hast du halt Maximalleben reduziert. Ja, Und Ausdauer. die Ferris tauchen ja auch immer wieder auf, wenn du die nicht killst. Und die verschwinden halt nicht einfach. So normale Zombies sind, wenn die dich gekillt haben, sind die dann weg von deiner Tasche? Die spawnen? Ach so? Ja, aber die Ferris nicht, die sind dann wieder an dem Okay. Spawnpunkt. Ich dachte nur, die aus der Twitch-Integration gespawnt sind, die verschwinden. Aber normale Zombies verschwinden auch? Ganz normale, ja. Also ich glaube, die dich gekillt haben, sind dann teilweise weg. Okay. Kann mich auch irren, aber es habe ich schon ein, zwei Mal gesehen. Wahrscheinlich irrst du dich. Wie immer. Nee, das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Ich sterbe ja meistens eher durch die Twitch-Integration gespawnten und die verschwinden halt. Ja. Wobei mir auch schon aufgefallen ist, das letzte Mal, ich hoffe, dass es passiert dieses Mal nicht mehr, die mit Bits gespawnten, die scheinen dann, wenn ich aus einer Safe Zone wieder rausgekommen bin oder so, dann nochmal respawnen. Also wenn ich sterbe, habe ich ja erstmal so eine Ja. Wiederabklingzeit. Und wenn die Abklingzeit rum ist, dann spawnt er wieder welche, ein paar von denen, die mit Bits gespawnt wurden. Was soll der Scheiß? Die haben mich schon einmal gekillt, warum noch ein zweites Mal? Was ist das letzte Mal zweimal so passiert? Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob die da zu viel auf einmal versucht haben zu spawnen. Aber irgendwie. Lasst uns das bitte nicht nochmal testen. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Ja, weißt du, der Zuma spawnt so eine Zombie-Horde und da waren ungelogen einfach mal so 10, 15 Zombies, weißt du? Und die waren irgendwie alle schnell. Ich denke so, was soll der Mist? Horde ist aber schön und gut, aber muss es gleich so eine große sein? Weiß ich, ich dachte da eher so an 5. Nicht 10 aufwärts. Ganz dringend Taschen machen, aber um Taschen zu machen, brauche ich glaube ich eine Werkbank oder sowas. Ich habe Taschenmod gefunden, Anleitung, aber ich kann die nicht herstellen. Taschenmatz wäre auch noch stark. Look quick, buy quicker, piss off fastest. Könnten Amboss kaufen. Aber ich habe noch nicht mal eine Schmiede. Der Also Bücher? das Craften aus Containern, das funktioniert.
Bücher hat er keine. Oder habt ihr die schon gekauft? Son of a bitch. That's all you're gonna buy? Ich hab mein komplettes Geld bei dem ausgegeben. Weißt du, was er zu mir sagt? You cheap ass son of a bitch. That's all you're gonna buy? Ich so, mein komplettes Geld ausgegeben. Mehr hab ich nicht. Schlimm, der Junge, schlimm. Oh, ich hab gar keine Quest angenommen. Ah! Ja. Wer dumm ist, der läuft halt zweimal, ne? Immer noch Stufe 1. Wann kriege ich denn mal Stufe 2 bei denen? Boah, 700 Meter. Kann man das irgendwo sehen, wie weit der Fortschritt ist in den Stufen oder sowas? Ja. Auf Guest of Skills. Du meinst von deinen Büchern? Die Quest. Ach so, nee, das will ich nicht. Wie weit der Fortschritt hier bei den Tier 1 Quests ist. Mhm. Ab wann ich Tier 2 freischalte? Wo sieht man das? Ich war der Meinung, man konnte das irgendwo sehen, aber es könnte sein, dass es bei Darkness Falls war. Nicht hier. Lehmboden. Stufenpunkt. Also hier, wenn du so ein Ding bekommst, kriegst du einen Stufenpunkt. Stufenpunkte 8 von 10, da. 2 Quests brauche ich also noch, okay. Wo steht das 8 von 10? Ach, dort. Hm. In der Questliste. Wie toll, dass die Quests halt alle so scheiße weit weg sind. Ich glaube, ich habe erst drei Quests gemacht oder so. Ja, ich presche die Quests durch, weil normalerweise war es ja früher immer so, dass er dann, wenn er Stufe 2 freischaltet, schickt er dich ja zu einem nächsten Händler. Und da gibt er dir dann meistens so ein, oder kannst du dann auswählen, das Fahrradteile-Paket. Mhm. Und auf das bin ich ja gerade so scharf. Das Fahrradteile-Paket, dass ich endlich mal... Hast du ein ganzes Fahrrad bekommen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass es ein Paket war mit allen Teilen drin. Oder ein fertiges, meinst du? Ich glaube, ein fertiges. Bin mir nicht ganz sicher. Kann auch von Alpha zu Alpha variieren. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Final Release ist. Gut. Und wieder 3 Felder mehr gebaut. Es wächst. Ich will gar nicht so großartig anfangen, hier mein Feld zu bauen, ganz ehrlich. Weil ich wahrscheinlich auch dann so irgendwo auf einem Hochhaus oder so meine richtige Base hinsetzen werde. Das Feld kann man dann auch mitnehmen, ne? Einfach wieder abreisen. Theoretisch. Ja, aber das braucht ewig zum Abbauen, also. Das Muster. Mit der Schaufel? Dauert das lange? Ja. Ja. Achso, mit der Schaufel, das war ich nicht. Oh, wisst ihr, habe ich noch 1000 Holz, das ist doch gut. Reicht. Get hammered. Vorschlaghammer. Guck mal, jetzt kann ich schon Stahlvorschlaghammer machen, aber ich habe die Materialien dafür gar nicht. Und ich wette, Stahlvorschlaghammer geht nur an der Werkbank, oder? Ja, Werkbank. Die habe ich halt nicht. Die Materialien hätte ich sogar. Ja. Du hast Stahl schon gefunden? Mhm.
Wenn du Autos zerlegst, ist es manchmal dabei. Und ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du Tanksäulen zerlegst, da ist auf jeden Fall immer Stahl mit dabei. Ach stimmt, Tanksäulen brauchst du. Immer schön die Tanksäulen mitnehmen. Ich werde das anfangen, bei dem Hochhaus jede Etage erstmal komplett auch, leer zu machen. Dann mit einem Eimer Wasser transportieren. Was bringt das? Wenn du irgendwo bei dir vielleicht so eine Grube ausheben willst und da ein bisschen Wasser reinkippen willst oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Also, wenn du jetzt wirklich Wasserblöcke quasi transportieren willst. Mhm, okay, okay, okay. Bauen mache ich bei Nacht, oder? Mach Leichensäcke kaputt und krieg Tierfett. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Es ist halt Menschenfett, ne? Aber das wollen sie nicht so sagen. Ist halt Fett. Kannst ja jede Form von Fett benutzen, ne? Muss ich nochmal ganz kurz Pause machen, was bei Tap Titans erledigen. Schrecklich, ne? Aber dann Rest des Abends bin ich da. Bist du dann wieder ab 19 Uhr weg oder bist du heute mal ein bisschen länger? Ich bin da eigentlich. Okay. Ich hoffe mal, der PP kommt dann noch dazu. Ich hatte mit ihm geredet. Er meinte, Dienstag und Donnerstag ist bei ihm eigentlich immer ganz gut. Mhm. So, hoffe ich mal, dass er noch mit dazu stößt. Gut dann, bis gleich. So, also ich glaube, ich bin jetzt fertig mit Tap Titan. Gibt dann später nur noch mal eine ganz kleine Unterbrechung, weil es dann Abendbrot gibt. Aber ansonsten bin ich dann den Rest des Abends komplett hier. Brauche ich nichts mehr machen. Was war das jetzt? Zombie? Na, du. Hallo, Shadow. Das ist ja eine tolle Begrüßung von dir. Tausammler. Dann. Ist bei dir in der Nähe noch ein zweites Hochhaus, was ungefähr auch so hoch ist? Mhm. Ja. Da komme ich vielleicht einfach da rein. Mit meiner Base. Dann sind wir Nachbarn, ja. Weißt du? Das kannst du machen. Das ist genau daneben. Das wollte ich zuerst auch nehmen. Das muss man unten gut sichern. Das hatte relativ viel Glas. Aber das kann man ja alles zumachen. Ist ja kein Problem. Mhm. Mache ich das vielleicht? Ich will eigentlich noch die Questreihe fertig machen. Ich will das Fahrrad noch freischalten, weißt du? Und dann kann ich ja einen Umzug machen zu dir rüber. Da sind wir Nachbarn. Ja. Kufu nicht in der Gruppe. Nee, der mag das immer nicht so, wenn ihr dann Sachen drauf spawnt, weißt du? Ich bin ja der Streamer, mich könnte er quälen, aber er möchte nicht so unbedingt mitgequält werden. Ich habe Angst. Genau. Da baue ich hier den Garten auch gar nicht erst groß aus. Wir reißen das dann alles wieder ab, nehmen das dann alles mit.
und ziehen da so ein bisschen mehr. Aber ist dort auch ein Händler in der Nähe, der Quests geben kann? Bei dir? Ich weiß nicht, ob hier hinten in der Ecke noch ein Händler ist, aber ich bin jetzt immer zu deinem runtergegangen. Deshalb ist die Base auch. Deshalb habe ich meine erste Base direkt zum Händler gesetzt. Weißt du? Mhm. Halt praktisch, ne? Hast dann keinen weiten Weg. Du kannst ja erstmal deine Quest fertig machen, dass du das Fahrrad hast. So unangenehm, auch wenn ich weiß, dass das Ganze. Wo kommt der her? Ist. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier Zombies höre, aber wie kommt der? Von da oben runter. Die Bude war doch geklärt. Und ich habe ein Bett drinne stehen. Das heißt, in der Bude sollte eigentlich nichts mehr nachspawnen. Meine Ladung. Wie kam der jetzt gerade hier oben runter? Ich lass mir doch von Leuten nicht sagen, dass ich langweilig bin. Kufu, du bist langweilig. Oh, 800 Meter schon wieder. Das ist so blöde. Weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal schnell was essen. Und dann habe ich den Rest des Abends Zeit. Ja? Mhm. Dann stelle ich mich hier nochmal kurz in die Bude rein. Ich denke, soll ich ausloggen oder? Lieber ausloggen, oder? Sonst macht ihr irgendwas. Ja, ich bin in 10 Minuten wieder da und dann machen wir hier richtig los. Dann startet der Abend. Gut, bis gleich. Mach keinen Scheiß. Dich hört man im Stream, ja? Na toll. Okay. Da sind wir wieder live. Also wieder. Und es kann weitergehen. Ist schon wieder Nacht? Hoffentlich nicht. Nee, aber bald. Oh, ihr quatscht über Poker Rogue. Mhm. Eisenhaupt. Das muss ich googeln. Ich kenne diese ganzen neuen Pokémon nicht. Eisenhaupt. Dachten wir auch nicht. Ist es aber nicht irgendwie so ein Dino mit so einem Metallkopf, oder? Bilder? Ach, das ist dieses Calibrium, oder wie das heißt? Kalium? Dieses Pferd. Ah, okay. Aber wahrscheinlich eine andere Form als das normale, oder? Die haben ja mittlerweile Iron alle Crown komische Formen. Heißt das auf Englisch? Kenn ich gar nicht, du. Wo ist denn das her? Da müsst du oben den von dem einen legendären Fee, diese spezielle Form. Das ist ein Paradox-Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho. Was zum Teufel ist Paradox? Teil 2. Ja, wie gesagt, diese Paradoxe. Ach, Karmesin und Purpur, das habe ich nie gespielt. Das habe ich gekauft und dann meiner Schwester geschenkt. Mhm. Ich hatte ein Entei bekommen, was Drache Feuer war. Mhm. Ziemlich cool war, aber. Ist ganz komisch, ich hatte einen Tauros gefunden, was Kampfwasser war. Ja, das war doch so wieder so eine Regionsform, oder? Nee, irgendwie sowas, ne? Irgend so eine komische Form war das. Hat mich also geärgert, ich war heute auf Arbeit und hab gezockt und bin irgendwo bei 100. 30 rum bei einem Ho-Oh verreckt. Ich wollte es fangen. Oh. Und soll ich das? Also im Grunde empfehle ich es dir, such dir ein Haupt-Pokémon mit einer Attacke, die Attack oder Special Attack boosten kann. Tränkeschmied, Gedankengut, Drachentanz, Schwertanz. Sollte relativ schnell sein. Am besten ein Pokémon mit Mitnahme. Zickzacks. Overpowered. Und den Rest des Teams nimmst du zum Debuffen des Gegners mit. Sandwürfel, Blitz, Charm. Ja, dachte ich mir auch. Mistowell.
irgendwas reinhauen, so was so, weiß nicht, Horrorblick kann, dass der den nicht immer austauschen kann und dann irgendwie debuffen und buffen, ja. Naja. Los, mach deine Händler-Quests fertig und dann kommt dir dein neues Haus angucken. Naja, also ich muss noch zwei Quests machen, ne? Ich würde gern die abschließen und dann noch die nächste annehmen, bevor es Nacht wird. Genau. Gibt's dann nach dem Classic One andere Ones oder wie ist das? Monotype Runs und oh. Endless. Endless klingt lustig. Monotype ist, klingt anstrengend. Sind die Gegner auch Monotype? Das weiß ich nicht. Ich stell dir vor, du hast nur normal und der Gegner hat nur Kampf. Ja. Gut, es geht mittlerweile, ne? Wenn die mit diesen Eiattacken, das sind ja mittlerweile richtig krasse Dinger dabei. Ja, wenn du eine Flugattacke oder eine Psychoattacke dabei hast. Ich sag mal, mein Entei-Vieh, das konnte dann irgendwie noch irgendeine Donnerattacke lernen. Schon ziemlich cool. Oder ein Raikou. Ich habe ein Raikou, was Eis-Odem kann. Das ist eine Eisattacke. Eis-Odem. Ja. Unbedingt mehr essen und trinken. Ja, ich habe einen Hasen erlegt mit einem Hammer. Uga, uga! Ich will mal das richtige Mineralwasser machen. Das ist, wo du Kohle brauchst, irgendwie, glaube ich, zum Filtern oder sowas. Naja, das lohnt sich das irgendwie. Ich glaube, das lohnt sich doch nur, wenn du es für irgendein Rezept brauchst, oder? Anstrengung macht dich nicht so schnell hungrig und durstig. Mhm. Finde ich ziemlich gut. Er hat einen Shiny Curem aus dem Ei bekommen, Alter. Kann Erdkräfte, Mega, Magieflamme, Drachenkräfte, trifft alle Gegner und Gefriertrockner. Gefriertrockner, so cool. Gefriertrockner ist eine Eisattacke, die effektiv gegen Wasser-Pokémon ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und es war doch gegen irgendwas, was normalerweise nicht effektiv ist. Genau. So, erstmal schön Speck mit Ei. Mir hat er schon mal ein Screenshot davon gezeigt. Das kann sein, aber ich merke mir doch nichts, was älter als zwei oder was länger als zwei Wochen her ist oder so. Da reicht der Cash nicht aus. Sollte man Shinies generell mitnehmen, die man hat? Damit das Glück irgendwie hochgeht? Nicht im Classic? Ah, okay. Na gut. Shiny Luck ist erst im Endless wichtig. Na gut. Nehme ich auch gemerkt, ich hatte ein Senso-Kids Shiny gefunden in dem Ei. Konnte Blütentrick heißt die Attacke, die trifft immer und hohe Volltrefferwahrscheinlichkeit, aber die, ich glaube, das ist irgendwie verbuggt, weil die machen immer Volltreffer. Finde ich lustig ist. Ohne sich rein zu prügeln. Naja. Oh, endlich diese Tür mit 10.000 Leben aufgekriegt. Boah, das ist widerlich. 10.000 Leben.
Ja, hier im Fahrstuhl. Das ist eine Fahrstuhltür. Blumentrick trifft immer und hat 100% Volltrefferchance, sagt Axela. Ja, okay. Stand halt nicht da, dass es. Ich dachte, es wäre ein Bug oder so. Halt eine gute Attacke. Ja. Ich schon wieder durstig. Ich mache Sachen. Oh. Wie groß ist denn die Reichweite von den Kisten, aus denen du craften kannst? Weißt du was? Nicht, was eingestellt ist. Man kann das einstellen. Ich weiß nicht, Aber trotzdem. ob ich dir schon meine modifizierten Werte mitgegeben habe oder die Standardwerte. Weiß ich jetzt nicht. Nehme ich mir. Oh, fuck. Oh, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Musst du einfach mal selber so ein bisschen testen, vielleicht Kiste hinstellen, mal weggehen und gucken, wann es nicht mehr geht. Für die Wissenschaft. Ich bin gerade den Fahrstuhlschacht runtergefallen, jetzt geht's nicht mehr. Ja, siehst du. Es war, glaube ich, standardmäßig, und das fand ich völlig overpowered, war es, glaube ich, auf unendlich eingestellt. Es würde dann quasi so weit gehen, wie du halt Chunks gerade gerendert hast. Na Chunks. gut, okay. Chunks, nicht Chucks. Chunks. Oh, das fand ich ein bisschen komisch. Beziehungsweise dachte ich, das gibt dann vielleicht auch so ein paar Probleme mit der Berechnung oder sowas. Oder dass es dann die ganze Zeit übelst viel weit kalkulieren muss oder so ein Mist, keine Ahnung. Also habe ich es auf was Niedrigeres gestellt. Aber was genau? 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter? Irgendwie sowas. Was macht Roter Stern? Roter Stern ist befallen. Macht's eine Stufe schwerer quasi. Ach so. Oder was meinst du? Nur weil er gerade geschrieben hat, da. Nee, der hat gerade geschrieben, der hat einen Ach Everly so, mit einem dort. roten Ach Stern. so, nee, ich dachte, du meinst nee, bei der Schwierigkeit. Ich dachte, du redest vom Seven Days to Die. Ach so. Bei der Schwierigkeit von einem POI sind doch immer diese Schädel, ne? Und wenn da so ein roter Schädel dabei ist, dann ist das befallen. So ein bisschen schwerer. Ich Ja, dachte, das das meinst du. Hochhaus hier hatte 5 rote Schädel. Ich glaube, das ist dann quasi ein Tier 4 POI. Ist aber durch den befallenen Zustand so schwer wie ein Tier 5. Glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Müsste man nochmal nachlesen. Und was macht jetzt dieser rote Stern bei Pokerogue? Ich glaube, das ist das, wenn du einmal. War das das, wenn man denn einmal eine Pokédex voll hat? Dass man dann ihn viel stärker machen kann? Oder was war das? Schnell abgeben und noch abholen, bevor es dunkel wird. Dann könnte ich tatsächlich langsam das Zeug zu dir rüberfahren.
Wenn du Bock hast, kann man dann vielleicht sogar sowas wie eine kleine Brücke zwischen den beiden Basen bauen. Kann man den Nachbar ausrauben, besuchen gehen, wenn er mal nicht da ist. Würde ich natürlich niemals machen, ne? Kann man es dann in die Mitte stellen, zur Blutmondnacht. dann reißen die uns beide Hochhäuser links und rechts ab und wir fallen in der Mitte runter, ja? Das wäre doch was. Ich konnte mir schon eine Stufe 5 Schaufel bauen. Stein? No. Nice, nice. Müsste meine Werkzeuge auch mal updaten. Tools Digest, Erntewerkzeuge. Bisschen nervig drin. Alter, das nächste Abholen ist 900 Meter entfernt. Das ist doch beschissen. Hey, Jerk. You better not fuck this up, or I'll cut your goddamn throat. Was kannst du noch schaffen, wenn dich beeilst? Bevor du schließt. Ich hab's jetzt angenommen, das ist das Wichtige. Ich kann es dann morgen abgeben. Ich wollte dann bloß nicht in der Nacht. Also, darf schon. Ja, ja. Dass ich dann nachts keine Quest annehmen kann. Ich werde die Quest jetzt bei Nacht machen und dann morgen früh abgeben. Und dann habe ich das Fahrrad und dann kann ich das ganze Zeug rüberfahren. Zum Glück ist es ja noch nicht viel. Kannst du dich dann auch, wenn du das, bevor du skierst oder sowas, kannst du dein Zeug auch in dieses Nebenhaus, wo ich mich verbarrikadiert hatte, reinhauen? Wahrscheinlich muss ich erstmal irgendwo zwischenlagern, das ist, ja. Musst du nur ein paar Kisten hinstellen. Wer macht hier Schrecken? Oder ist hier was? Nee. Leute! Warum macht ihr das immer? Was habe ich euch getan? In der Gruppe? Oh, ne, sind wir nicht. Jetzt. Warum hast du nicht ange? Ah, ja, weil ich doch wieder draußen war. Ach ja, stimmt. War kurz essen. Da muss ich annehmen wieder, ne? Jetzt sehe ich dich. Ich kann dich sehen.